Ich habe heute richtig Bock. Und ihr wisst auf was. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Es sind 28 Grad und ich habe nichts Besseres zu tun, als in meiner Bude zu sitzen und für euch ein neues YouTube-Video aufzunehmen. Jetzt fragt ihr euch, warum sie das tut und warum sie sich hat hier so lange nicht blicken lassen. Ja, vielleicht ist mein Leben als Autorin doch sowas von busy. Oder vielleicht liegt es daran, dass ihr immer noch nicht meinen Kanal abonniert, obwohl ihr den hier immer schaut und ich darüber wirklich tiefst traurig und erschüttert bin. Könnt ihr das vielleicht an dieser Stelle gleich mal tun, damit ich wieder ein bisschen mehr fröhlich bin? Nein, Spaß beiseite. Es liegt einfach nur daran, dass ich im Moment wirklich sehr, sehr beschäftigt war mit dem täglichen Leben des Alltags. Es ist einfach so, ich habe ja mein Buch geschrieben und es ist so, dass es tatsächlich sehr aufwendig ist, es zu vertreiben, weil ganz viele Pressetermine da sind und ich irgendwie gefühlt gerade durch die ganze Weltgeschichte gebummelt bin die letzten Wochen. Dann ging es mir gesundheitlich leider auch noch etwas schlechter, deswegen konnte ich dann auch nicht ganz so präsent sein, habe mich aber zum Glück schnell wieder aufgerappelt und juhu, wer hätte es gedacht, mein Haus baut sich auch endlich weiter. Das heißt, da gibt es dann vielleicht bald auch noch ein Vlog. Das könnt ihr mir an dieser Stelle doch bitte auch schon mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das cool finden würdet oder eher nicht so cool, weil noch ist das Ganze von innen sehr betonmäßig, also Rohbau halt. Und ich finde, es ist ja auch spannend, euch zu zeigen, wie war das vorher und wie ist das nachher. Im Übrigen, ja, ich habe das Mikrofon sonst auch immer dabei, aber ich habe das einfach immer irgendwie vor mir auf dem Tisch liegen, wenn ich denn doch ein bisschen näher mit meiner Fratze an euch dran bin. Heute dachte ich aber, ich kann es da in diesem Zimmer einfach nicht aushalten und stelle die Kamera einfach mal an einen anderen Ort. Da ich hier keinen Tisch habe, halte ich das Ding jetzt einfach. Nur für die Leute, die jetzt gleich in den Kommentaren schreiben, warum hält sie denn die ganze Zeit das Mikro? Jetzt habt ihr es, damit euer Ton auch schön ist. Aber nun habe ich auch genug geschwafelt, denn heute über das Thema, über das ich mit euch sprechen möchte, um zum eigentlichen Punkt zu kommen, ist nämlich die Farben meines Ausflusses. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen und ich finde, bevor jetzt wieder total viel gehatet wird in den Kommentaren und viele Männer sich nicht angesprochen fühlen, weil sie denken, dass es ein reines Frauenthema sei, so hört mir bitte heute ganz genau zu, denn nein, der weibliche Ausfluss, der ist nicht nur was für die Frau, sondern auch was für den Mann. Falls ihr euch schon oft gefragt habt, warum euer Gegenüber beim Verkehr denn da unten etwas trockener sein könnte, kann das so viele verschiedene Ursachen haben und nicht nur, dass sie keinen Bock auf euch Männer haben. Daher ist es, finde ich, ein Thema, was die Frau angeht, natürlich in erster Linie, aber auch den Mann, weil er sehr viel dazulernen kann, seine Frau vielleicht unterstützen kann in manchen Phasen, einfach weil er kleine Mittelchen, diese Pflanze regt mich richtig auf, einfach weil er kleine Mittelchen dafür anwendet, kann dann oder man zusammen als Pärchen, damit es dann auch beim eigentlichen Akt richtig funktioniert. Ich habe das Video heute genannt, die Farben meines Ausflusses, weil es ein bunter Regenbogen ist. Ein bunter Regenbogen durch fast alle Farben, also blau jetzt nicht so, aber der Rest könnte schon ganz gut hinkommen. Bevor ich euch aber erkläre, für was welche Farbe hier so steht, möchte ich einmal kurz einen Disclaimer an euch machen, denn Ausfluss ist was völlig Normales und gehört zu unserer Flora da unten dazu. Es ist so, dass wir Frauen nämlich ein Jahr bevor wir quasi unsere Periode bekommen, anfangen Ausfluss zu kriegen. Und ein Jahr bevor wir dann in die Richtung der Jahre gehen, die keiner hören möchte, nämlich die Wechseljahre und älter werden, hört das Ganze wieder auf. Warum das so wichtig ist, auch für euch Männer zu wissen, könnt ihr euch vielleicht selber erklären. Denn Ausfluss ist abhängig von sehr vielen, nämlich erstens natürlich von unserem Zyklus und wie der gesteuert ist, wie wir verhüten, ob nun hormonell oder natürlich und so auch, ob wir viel Ausfluss haben oder wenig. Dementsprechend könnt ihr euch dann daran auch ableiten, ist es für die Frau jetzt so, dass sie keinen Bock auf euch hat oder liegt es vielleicht einfach nur daran,
wie der Zyklus gerade ist oder in welchen Umständen sie sich befindet. Und dann könnt ihr natürlich mit der klassischen kleinen Wundertube nachhelfen, damit es da unten ein bisschen flutschiger ist und einfach unterstützend wirken. Und das ist dann auch überhaupt nichts Schlimmes und hat nichts damit zu tun, dass man keinen Bock aufeinander hat, sondern kann einfach vielleicht vorbeugen, dass es da unten spröde und rissig wird oder beim GV Verletzungen entstehen können. So, und nun möchte ich euch aber den Ausfluss erklären, denn es gibt tatsächlich natürlich Unterschiede. Es gibt Ausfluss, der gut ist, von dem ich eben gesprochen habe und der völlig normal ist. Das ist dieses etwas schleimigere Sekret, was so Fäden bindet, wenn man es auseinanderzieht, so ungefähr 5 cm. Und dann gibt es Ausfluss, der da unten nichts zu suchen hat und der da nicht hingehört. Und den gibt es in bunten Regenbogenfarben. Als nächstes, und das ist nach dem durchsichtigen Ausfluss die Art, die ihr in eurem Schlüpfer entdecken könnt, nämlich der weiße. Der weiße Ausfluss. Der weiße Ausfluss ist auch völlig normal und darf da sein. Diese Ausflussart hat einfach auch mit dem Zyklus zu tun. Er kann über den Monat über immer wieder variieren. Er kann mal dicker sein, er kann mal flüssiger sein, wie auch gerade das Gleitgel, was runtergefallen ist, und darf in eurem Schlüpfer zu sehen sein. Ist überhaupt nichts Schlimmes und Mädels, macht euch da bitte gar keinen Stress. Ich weiß nämlich, als bei mir das in der Pubertät so war, dass ich das erste Mal Ausfluss hatte, so welchen, den man in der Unterhose gesehen hat, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, das ist was ganz Schlimmes, vielleicht bin ich da unten nicht richtig frisch oder krank. Aber nein, das gehört dahin, das ist völlig normal und das darf da sein. Mit einer einzigen Ausnahme, und jetzt muss ich mal eine Warnung aussprechen. Nein, Spaß. Wenn das Ganze die Konsistenz eines Hirtenkäses annimmt, also nicht mehr so cremig schön ist, sondern eher bröckelig und das Ganze so in eurer Unterhose so bröckelt und krümelig ist und ihr auch merkt, dass das Ganze vielleicht komisch riecht und da unten vor allem juckt, dann solltet ihr bitte einen Frauenarzt aufsuchen, weil das könnte ein Hefepilz sein. Den muss man nicht immer durch einen GV bekommen, sondern kann ihn auch einfach durch zum Beispiel ein Antibiotikum bekommen, wenn es einem sowieso gesundheitlich nicht so gut geht. Die nächste Farbe unseres Regenbogens wäre gelb. Wenn es eine dunkelgelbe Farbe unseres Regenbogens ist, solltet ihr euch da keine Sorgen machen, denn das gehört auch wiederum mit einfach zum Ausfluss, also zu unserem Zyklus, und das kann vorkommen, gerade so vor der Periode, dass der etwas gelblicher wird. Ist normal. Wenn allerdings so eine Farbe in eurem Ausfluss ist, und zwar so quietsch-neongelb, kanarienvogelmäßig, solltet ihr euch da schon Gedanken machen, weil das eine Farbe sein kann, wie sie auch schon aussieht, wie ein Warnsignal. Meistens merkt ihr auch, dass es da unten dann nicht mehr so frisch riecht und das Ganze vielleicht von Bakterien besiedelt ist. Dann habt ihr so einen eitrigen Ausfluss, der da nicht hingehört. Wenn ihr so eine Farbe in eurem Schlüpfer entdeckt, nämlich richtig schön grün, dann wisst ihr auf jeden Fall, ihr seid Gewinner einer Geschlechtskrankheit und ihr solltet euch unbedingt zu einem Frauenarzt begeben. Quietschegrün ist auf jeden Fall nicht normal und sagt dir immer, da unten stimmt was nicht, und es lässt immer Ausschluss darauf geben, dass sich in deinem Genital dort unten eine Geschlechtskrankheit befindet. Da gibt es auch keine Abstimmung wie beim Gelb. Das kann auch nicht mal da vorkommen. Quietschegrün ist eklig und quietschegrün ist eine Geschlechtskrankheit. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir zur letzten Farbe unseres Regenbogens, und zwar, das ist rosa oder es kann auch mal braun aussehen. Es ist keine schlimme Farbe, im Gegensatz zu den gelblich und grünen, ekligen, bakteriellen Farben, ist eine rosa Farbe lediglich ein Indiz darauf hin, dass es vielleicht sein könnte, dass deine Menstruation kurz bevorsteht, du vielleicht einen bunten haben solltest oder etwas anderes in deinem Zyklus gerade passiert, was aber nun nicht schlimm ist, wie wenn du zum Beispiel gerade dein Verhütungsmittel umgestellt hast und vorher vielleicht hormonell verhütet hast und dann nicht mehr oder andersrum.
Es ist keine Farbe, die dir Sorgen machen sollte. Sollte das Ganze natürlich viel länger anhalten, als dir lieb ist. Und wir reden hier über Wochen. Natürlich solltest du auch mal einen Gynäkologen aufsuchen. Ist aber in der Regel, und jetzt sind wir bei unserer Regel, nicht schlimm. Alle diese Farben sind und können in unserem Ausfluss vorkommen, sind zum Teil schlimm, zum Teil nicht so schlimm. Aber wenn du ein frischeres Gefühl haben möchtest, einfach für dich selber, dann kannst du natürlich dir auch kleine Slip-Einlagen reinlegen. Es gibt das ja auch schon in Tanga-Form. Wenn du eher so der schmalere Unterwäscheträger bist, sage ich mal, kann man machen, muss man aber nicht. Mancher Ausfluss versaut einem auch ganz schön die Unterwäsche. Dann empfiehlt sich das auf jeden Fall. Was ich immer noch sagen kann, ist natürlich beim Ausfluss immer darauf zu achten und da schon vorweg bei deiner Intimhygiene, dass du richtig wäschst. Das heißt, du brauchst nicht unbedingt Waschgele, am besten sogar gar nicht, weil du deine Flora da unten kaputt machst, das wiederum einfach nur da unten noch mehr dafür sorgt, dass du angreifbar bist für Bakterien. Also Wasser. Und das war es eigentlich auch schon. Lauwarmes Wasser oder, wenn es sein muss, Intimwaschlotions, die auf jeden Fall für den pH-Wert auch sind und auch abgestimmt sind. Nämlich schön sauer. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video zum Thema Ausfluss gefallen. Und ich hoffe, ihr Männer konntet auch was mitnehmen. Und zwar vielleicht, dass Ausfluss bei einer Frau normal sein kann, dass man sich davor nicht ekeln muss. Gerade wenn man vielleicht heranwachsend ist, dass man auch selber als junger, heranwachsender Mann versteht, dass Ausfluss nichts Schlimmes ist. Dass Ausfluss was Gutes sein kann, damit die Gleitfähigkeit da unten auch vorhanden ist. Auch für die Befruchtung ist es sehr, sehr wichtig, weil natürlich die Spermien es auch so leichter haben, dem ganzen Gebärmutterhals hoch zu rutschen, als wenn man dann so sehr trocken unten ist. Also das kann natürlich auch sehr, sehr förderlich sein. Und natürlich ist Ausfluss auch ein Zeichen für, ich habe heute richtig Bock. Und ihr wisst auf was. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like. Und abonniert den Kanal, falls ihr es jetzt am Ende des Videos noch nicht getan habt. Also ich würde mich sehr freuen, es ist kostenlos. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Denkt immer dran, bleibt unanständig und bis zum nächsten Mal. Kuss auf die Nuss.